Was geht, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's weiter mit einem weiteren Lego-Mock, einen Campingplatz. Dafür habe ich mir auch direkt mal das Lego-Baumhaus von der Ideas-Reihe besorgt. Und ich habe noch jetzt ein paar Steine bekommen. Die packen jetzt wieder zusammen aus. Hoffentlich kriege ich das diesmal besser hin. So, das reicht doch schon. Oh. Man sieht auch schon leicht, dass die Baseplates noch nicht richtig aneinander geheftet sind. Aber das kommt alles noch. So, das hier sind die Steine. Ein paar Pflanzen, wie man sehen kann. Ich glaube, das sind 200 Stück. Ah, hier sind auch noch welche. Oh, Mann! Ich stoße hier mal gegen mein Stativ. So, hier sind diese Pflanzenteile. Die werde ich für die Pflanzen auch noch brauchen. Und hier sind ein paar Steine für... das ist ganz nicht. Ein paar Steine für einen Weg und einen Marktplatz. Und ja, das werde ich jetzt auspacken. So, ich würde sagen, wir packen jetzt mal die Steine aus. Hier könnt ihr schon sehen, das hier sind die Steine, das sind solche 1x2 Slopes. Die sind für den Marktplatz. Ein paar kleine Büsche, die werde ich gleich noch an den Rand des Weges und so stellen. Und ansonsten sind es, glaube ich, noch 1x1 Round Plates und 2x2 Round Plates. Die werden wir gleich noch für den Weg hier gebrauchen. Aber erstmal muss das jetzt hier alles von den Base Plates runter. Kurzer Fun Fact: Das sind alles Platten von Lego. Ich supporte keine Fake Lego Varianten, obwohl man sagen muss, die sind schon deutlich günstiger als das Original Lego. So, ich schieb's hier mal so ein bisschen rüber. Jetzt kommen wir auch schon zu dem spannenden Teil. Also eigentlich ist es jetzt nicht so spektakulär. Es sind halt einfach Pflanzen. Pflanzen. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Das werden wir auch gleich mal aufschneiden. Das müssten 210 Stück sein. Ich habe jetzt keinen Bock, das alles nachzuzählen. Oh, in der anderen Lego-Bestellung da, die ich hatte mit den Bergen, dazu komme ich gleich auch noch, da habe ich alles nachgezählt, aber das hier sind echt ein paar zu viele zum Nachzählen. Das hier sind halt einfach diese, ja, Dreierpflanzenteile, wo man auch Blumen drauf machen kann, und das kann man das halt so einem Blumenstrauß machen. Ja, ich würde jetzt mal sagen, die Baseplate kommt hier erstmal weg. Mein Stativ wird umgestellt. So, und jetzt drehen wir das ganze Spektakel mal. Ich glaube, das kriegen wir nicht so hin mit dem Drehen. Da muss ich mir was einfallen lassen. Warte, ich kann sie auch einfach anschieben. Oh. Bin schon wieder an mein Stativ gekommen. Mann, ey, aber das Baumhaus kann ja auch richtig scheiße draufstehen, ey. Geht mir auf die Eier.
Oh, jetzt habe ich die Kerze hier umgehauen. Hoffe, man kann alles gut erkennen. So, wollen wir mal mit dem Weg anfangen? Dazu brauchen wir diese Round Plates. Nur ich hatte die 1x1 Round Plates ein bisschen heller in Erinnerung. Aber das schadet mir überhaupt nicht. Wir werden jetzt einfach mal anfangen, den Weg hier etwas, nicht viel, aber etwas detaillierter zu machen. Hier sind halt so 1x1 Noppen verbaut. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Ich habe das jetzt hier einfach mal rausgenommen. Den werde ich dran lassen, damit man da auch mal eine Figur reinstellen kann oder so. So. Jetzt kommt hier einer hin. Zack. Ja. Das war's eigentlich schon. Ach nein, Spaß. Wir machen direkt weiter mit dem Weg. Wir werden nämlich hier einmal hingehen zu unserem süßen kleinen Tisch, der hier ist. Hier könnte man dann wieder auch mal eine Figur hinstellen oder so. Aber wie gesagt, das Design gefällt mir halt nicht so mit den Noppen. Muss halt sein, wenn man eine Figur hinstellen will. Würde ich sagen, stellen wir hier mal eine Roundplate. Oh. Stellen wir hier mal eine Roundplate hin. Jetzt kommen wieder die 1x1 Roundplates. Hier kommt einer hin. Obwohl, nee, das ist jetzt etwas ungünstig. Oh, Mann, ey, diese Kerze, die ist aber auch instabil. Muss man mal sagen, das hätte Lego auch anders lösen können. Kleiner Funfact zu dem Set. Hier diese Kerze hier, die ausgebrannt ist. Das ist eigentlich nur ein umgedrehter Lippenstift. Kann man auch rausnehmen und dann das halt als Lippenstift benutzen. Würde ich empfehlen. Ich baue hier halt auch wirklich frei nach Kopf. Das heißt, ich baue gerade so, wie es mir gefällt. Ich habe hier keine Anleitung oder sonstiges neben mir liegen. Und ja, das ist halt das erste Mal, dass ich frei nach Kopf baue. Aber eigentlich können wir den Weg auch irgendwann andersmals bauen. Das ist jetzt nur ein Vorschlag. Kommt drauf an, wie ihr Zuschauer es gerne sehen möchtet. Ich werde den Weg jetzt einfach mal in einem Zeitraffer zu Ende bauen. Und ja, ihr werdet das halt trotzdem mitkriegen. Ich werde das halt nur in Zeitraffer bauen. Und ja, wir sehen uns dann. Ciao, ciao. Wie ihr sehen könnt, habe ich den Weg beim Baumhaus nicht mehr ganz fertig gemacht. Und dann habe ich beim normalen Trampelweg ein kleines, schlichteres Design verwendet. Und ich konnte es einfach nicht sein lassen, die Pflanzenteile neben mir liegen zu lassen. Deswegen habe ich halt schon angefangen mit dem kleinen Weg. Ja, nee, mit dem kleinen Beet, wollte ich sagen. Und dann habe ich halt eine kleine Linkskurve eingebaut, also von euch gesehen aus nach rechts. Da wird dann gleich noch der Marktplatz hinkommen und ja. So, Freunde, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, der Trampelpfad sieht schon sehr gut aus. Jetzt kommt ein neues kleines Detail in den Campingplatz rein. Ich weiß nicht, ob das so passt. Aber erstmal müssen die ganzen Pflanzenteile hier weg. Das hat was mit der grauen Baseplate hier zu tun. Vielleicht könnt ihr es ja schon in den Kommentaren erraten. Auflösung gibt es gleich. So, kurzer Funfact. Das hier sind alle Pflanzenteile, die ich noch habe. Ich weiß nicht, was ich damit noch anfangen soll. Ich werde, glaube ich, hier noch einfach viel mehr Pflanzen hinbauen, weil das soll halt wirklich aussehen wie ein Trampelpfad. Und ja, ansonsten müssen jetzt die Pflanzenteile hier weg, weil hier muss jetzt mein Stativ hin.
So. Hier lagen gerade die Pflanzenteile. Die liegen jetzt auch bei den normalen Teilen. So. Und jetzt wird es interessant, weil ich selber noch nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Wir brauchen dafür diese kleinen Dinger. 2x2 Plates. Dafür werde ich jetzt einfach mal hier was Kleines abstechen. Und ja, das grenzt am Trampelpfad. Zwei, drei, vier. Ja. Das sollte eigentlich erstmal eine gute Fläche sein. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Hier ist die Mitte. Und jetzt nochmal vier. Vielleicht wisst ihr es ja schon. Vielleicht wisst ihr es aber auch noch nicht. Passt das? Nee, eben nicht. Hä? Was habe ich falsch gemacht? Vier, hier ist Mitte. Eins, zwei, drei, vier. Ja, eins, zwei, drei, vier, hier ist Mitte. Eins, zwei, drei, vier. Hä? Doch, das müsste eigentlich passen. Eins, zwei, drei, vier, hier ist Mitte. Eins, zwei, drei, vier. Egal. Das ignorieren wir jetzt, diesen Fehler. Wir bauen hier einfach den Platz zu. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun, was es manchmal samstagvormittags gibt. Ich werde es jetzt gleich auflösen, wenn ich hier fertig gebaut habe. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es ja jetzt unten in die Kommentare schreiben. Kurz Videopause machen und dann unten hinschreiben. So, Auflösung jetzt in 3, 2, 1, 0. Es wird ein Marktplatz. Ich weiß nicht, ob das jetzt so krass ins Sortiment Campingplatz reinpasst. Aber ich denke mal, dass das eigentlich passen sollte, oder? Ach nee, ne? Heute noch meine Fingernägel geschnitten. Ganz kritische Hase. Ich baue jetzt hier mal so ein kleines Design rein. Frag mich nur, ob ich genug Steine für diese Fläche habe. Weil das sollte eigentlich passen. Von diesen Teilen hier sind das jetzt 111, glaube ich. Eine schöne Zahl, die 111. Oh. Und jetzt seht ihr das wieder im Zeitraffer. Warte. So, jetzt seht ihr das wieder im Zeitraffer. So, Freunde, der Zwischenstand für gestern bzw. heute. Weil ich habe das Video gestern aufgenommen. Und ja, gestern habe ich noch ein bisschen weiter gebaut. Das hier ist jetzt alles. Hier habe ich noch einen kleinen Weg hingebaut. Hier kommt noch ein Parkplatz hin, da hinten. Den Marktplatz muss ich leider ein bisschen kleiner bauen, weil das sonst nicht ausgereicht hätte mit den Steinen. Da werde ich mich demnächst auch noch mal drum kümmern. Dann habe ich hier das Baumhaus noch mal ein bisschen verwilderter gemacht.
Und ja, den Weg hier noch mal ein bisschen weiter durchgezogen und dann hier noch einen kleinen Weg zu einem Badesee gebaut, den ich noch bauen will. Aber der nächste Step wird der Marktplatz sein. Darum werden wir uns als nächstes kümmern und den Parkplatz. Ich habe mir das halt so mit dem Badesee gedacht. Hier ist schon... Mann, jetzt habe ich eine Pflanze umgehauen. Geht gar nicht. So. Hier ist schon so ein kleiner Fluss und den könnte man dann halt einfach hier weiter durchziehen und dann ist hier so ein Badesee. Ja, das habe ich mir halt dabei gedacht. Das ist der Zwischenstand für heute und weiter geht's im nächsten Part.